In diesem Video spreche ich, was Sie eigentlich tun sollten, also genau Sie, wenn Sie aus dem After bluten. Bei mir auf dem YouTube-Kanal gibt es auch einige Videos dazu, zu der analen Blutung oder zur rektalen Blutung oder Blutung aus dem After. Aber was sollte man tatsächlich auch tun? Das ist, und wann ist das tatsächlich eine lebensbedrohliche Blutung und wann ist das vielleicht wirklich was Banales? Genau darum geht es in diesem Video. Mein Name ist Dr. Eduard Karsten. Herzlich willkommen in Wuppertal in meiner Praxis. So. An allererster Stelle möchte ich mal sagen, also wenn Sie tatsächlich eine starke Blutung haben, stark ist immer sehr subjektiv, aber wenn Sie das als starke Blutung empfinden, ja, das ist, wenn Sie tatsächlich viel Blut in der Kloschüssel sehen oder vielleicht auch in Ruhe, dass Ihre Unterwäsche oder dass die Kleidung einfach blutig wird, dann gehen Sie bitte direkt in die Notaufnahme eines Krankenhauses oder gehen Sie direkt zu einem Proktologen oder zum Arzt, dann brauchen Sie wirklich auch Hilfe. Also eine starke Blutung muss umgehend behandelt werden. Wenn die Blutung aber nicht so stark ist, das ist tatsächlich nur so leichte Blutauflagerung auf dem Stuhl, vielleicht etwas auf dem Toilettenpapier und wenn Sie auch keine weiteren Symptome haben, dann ist das eher eine leichte Blutung. Bei dieser Blutung haben Sie etwas Zeit. Es ist oft so, wenn die Patienten das zum ersten Mal merken, dann haben sie Angst, sind tatsächlich auch verzweifelt, Angst und ja, das ist was Neues und eine Blutung aus dem After ist nicht normal. Und dann greifen sie zu Google. Und das sollen sie, genau das sollen sie nicht tun. Das ist so, wahrscheinlich haben sie genau durch Google mich auch gefunden, warum wir dieses Video angucken, aber genau in diesem Fall sollen sie vielleicht von Google einfach Abstand nehmen, denn das, was sie finden, sind immer so die schwierigen, also wirklich die gefährlichen oder schwerwiegenden Diagnosen, wie zum Beispiel Afterkrebs oder Mastdarmkrebs. Das ist so. Man muss dazu sagen, dass der Afterkrebs, auch wenn die Anzahl der Patienten steigt, es ist immer noch eine Seltenheit. Also statistisch gesehen ist die Wahrscheinlichkeit, am Afterkrebs zu erkranken, ist unter 1%. Beim Rektumkarzinom, also Mastdarmkrebs, sieht das ein bisschen anders aus. Das sind dann 4%. Es ist trotzdem eine Seltenheit. Und die häufigsten Blutungen aus dem After sind eher, ja, ich möchte nicht sagen banal, aber sind eher ungefährlicher Natur. Das bedeutet, die meisten Blutungen tatsächlich, die wir sehen, oder die zu uns kommen, sind tatsächlich aufgrund einer Fissur, also eines Afterrisses oder hämorrhoidale Blutung. Es gibt auch andere Erkrankungen, die auch etwas bluten können, aber die häufigsten, das Häufige ist häufig, das Seltene ist selten. Das soll sich im Hinterkopf behalten. Deswegen nicht sofort an was Gefährliches denken. Das heißt, kommen Sie runter, atmen Sie kurz durch und dann greifen Sie zum Telefon, dann gehen Sie dann online und machen Sie einen Termin bei einem Proktologen oder bei einer Proktologin Ihrer Wahl, damit Sie dann einfach abgeklärt werden müssen. So. Wichtig an dieser Stelle ist auch für uns auch zu wissen, also wenn Sie zu uns kommen und wenn Sie Termin vereinbaren, dann sagen Sie nicht nur oder teilen Sie mit, nicht nur, dass Sie eine Blutung haben, sondern sagen Sie auch, was Sie noch zusätzlich haben. Das hilft uns eigentlich ungemein weiter, wie wir Sie eingruppieren sollen. Also das heißt, ist das eher ein dringlicher Fall oder vielleicht hat es ein bisschen mehr Zeit. Und dann haben wir natürlich Informationen, in welche Richtung das gehen könnte. Also zum Beispiel diese Begleitsymptome, ob Sie zum Beispiel vielleicht tatsächlich Juckreiz haben, ob Sie auch Schmerzen haben, ganz, ganz wichtiges Symptom. Und wenn Sie auch Schmerzen haben, beschreiben Sie uns auch diesen Schmerz. Ist das eher stechender Schmerz, ist das ein eher dumpfer Schmerz, ob Sie eine Schwellung haben oder wächst, was da nicht hingehört, ob die Blutung, auch der Schmerz sich einfach irgendwie verändert, ob Sie beim Blut vielleicht auch irgendwelche Mitbestandteile haben, wie Schleim oder Eiter oder wie auch immer. Also so viel Informationen vielleicht vorab zu geben wie möglich, das hilft uns, wie gesagt, ungemein weiter und hilft natürlich Ihnen ungemein weiter. Dann ist das so, das sollen Sie ja vielleicht auch selber überlegen, das auch selber uns mitteilen, besonders wenn Sie zum ersten Mal gekommen sind und doch etwas, vielleicht auch etwas auch, ja, etwas verzweifelt und ängstlich sind, vergisst man das oft, auch die Geschichte davor. Das heißt, hatten Sie vielleicht eine Durchfallerkrankung, dass Sie einige Tage mehr als 10-mal auf die Toilette gehen mussten, das ist natürlich eine ganz wichtige Information, oder war tatsächlich eine starke Verstopfung, so dass Sie vielleicht, ja, einige Tage keinen Toilettengang hatten und dann auf einmal wirklich diesen schweren Stuhlgang gehabt haben, wirklich mit einem ganz, ganz harten Stuhlgang, auch mit einer großen Stuhlmenge und danach bluten sie. Also das sind alles Informationen, die für uns eigentlich sehr, sehr wertvoll sind, auch für Sie natürlich wertvoll sind, dann werden wir einfach nicht nur unsere Verdachtsdiagnose, sondern Diagnose viel, viel schneller finden und dann bekommen Sie einfach schneller die adäquate, die richtige Behandlung. So. So viel zum Thema. Also bitte, wenn Sie bluten sollten, irgendwann mal um Gottes Willen natürlich, das wünsche ich niemandem, aber wenn Sie tatsächlich irgendwann mal merken, dass Sie aus dem After bluten, gucken Sie mal, ist das eine starke Blutung? Und wenn Sie zum Beispiel Schmerzen haben, dann natürlich gehen Sie bitte direkt, auch vielleicht ins Krankenhaus, auch Ihrer Wahl, in Ihre Nähe, damit Sie schnell einen Arzt oder einen Ärztin sehen, damit man das nicht so übersieht. Und wenn das eine leichte Blutung ist, vielleicht ohne massiven Begleitsymptome mit einer Vorgeschichte, dann
dann kommen Sie ein bisschen runter, atmen Sie ein bisschen durch, trinken Sie ein Glas Wasser und vereinbaren Sie einen Termin bei Ihrem Proktologen oder Ihrer Proktologin. Oder natürlich, Sie können auch uns anrufen und bei uns vorbeikommen. Dann werden Sie auch die Behandlung bekommen, die Sie in dem Moment einfach brauchen. Vielen Dank, dass Sie dieses Video bis zum Ende angeschaut haben. Eduard Karsten.